Mehr als 1800 Teilnehmer sind beim diesjährigen AOK-Firmenlauf in Balingen an den Start gegangen und haben sich trotz zeitweiliger Nässe auf den fast 6 Kilometer langen Weg durch die Innenstadt gemacht. Noch einmal 275 Kinder, Jugendliche, Erwachsene mit und ohne Behinderung waren beim Mottolauf Laufend Gutes tun der Lebenshilfe Zollernalb dabei. Damit hat die 9. Auflage des AOK-Firmenlaufs einen neuen Teilnehmerrekord zu verzeichnen. Eine Medaille für jeden Sportler war dennoch drin. Schließlich steht bei der Veranstaltung seit jeher das Miteinander und nicht das Gegeneinander im Vordergrund.